Hallo liebe Studentinnen, hallo liebe Studenten. Wir konjugieren nun das starke Verb lassen. Es ist ein Verb, das ähnlich der Modalverben behandelt wird. Dazu später. Das Verb lassen ist ein starkes Verb und es verschiebt sich der Stammvokal von A in der zweiten und dritten Person Singular auf ä, also a Umlaut. So, ich konjugiere das Verb lassen. Singular. Ich lasse. Also im Unterschied zu den Modalverben haben wir hier die Endung. Du lässt. Er, sie, es lässt. Dann der Plural ist wieder ganz normal. Wir lassen. Ihr lasst. Sie lassen. Als Beispiel habe ich Ihnen hier einen Satz aufgeführt. Ich lasse etwas machen. Ich mache die Sache nicht selbst, ich mache die Arbeit nicht selbst, ich lasse die Arbeit machen. Wir behandeln also lassen ähnlich den Modalverben, lassen als Hilfsverb und das Vollverb steht dann als Infinitiv am Ende. Ich danke Ihnen für das Interesse. Dankeschön.